Willkommen zu den Lockdown-News Nummer 12. Heute soll es gehen um die Kampagne Wir sind alle Antifa, um den Streit für sichere und legale Abtreibung in Deutschland und um Lieferengpässe beim Covid-Impfstoff. Zuerst zu Wir sind alle Antifa. Vielleicht erinnern sich manche, vor wenigen Wochen kündigte der damalige US-Präsident Trump an, die Antifa verbieten zu wollen. Den meisten war klar, dass das eine relativ realitätsferne Ankündigung war, aber manche haben sich trotzdem davon inspirieren lassen, so zum Beispiel der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Falls man die nicht kennt, das ist eine Polizeigewerkschaft, die rund 13.000 Kripo-Beamte vertritt und von denen kam bisher zum Beispiel der Vorschlag für einen Internet-Reset-Knopf, mit dem das Bundeskanzleramt im Krisenfall die deutsche Bevölkerung vom Internet trennen könnte. Nachdem es Brandanschläge auf Fahrzeuge der Landesaufnahmestellen in Braunschweig und Langenhagen gab, fordert jetzt dieser Bund das Verbot der linksextremen Antifa. Ihr jüngster Vorschlag fand jetzt beim niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius Gehör und dieser lässt im Moment prüfen, ob man einige Antifa-Gruppierungen verbieten kann. Gegen diesen Versuch, Antifaschismus zu kriminalisieren, gibt es Protest. Rund 100 Verbände und Gruppen verschiedenster Richtungen und 92 Einzelpersonen haben einen Aufruf unter dem Titel Wir sind alle Antifa unterzeichnet. Darunter sind Gruppen von den Trans-Sex-Workers Berlin bis hin zu den Omas gegen Rechts Schwalmstadt. Und sie alle erklären, die AfD in deutschen Parlamenten oder die zahlreichen rechtsterroristischen Anschläge wie in Halle oder Hanau, das alles sind gute Gründe, warum es eine starke und breite antifaschistische Bewegung braucht. Und bei diesen immer wieder anstehenden Versuchen, Antifaschismus zu kriminalisieren, ist es sicherlich auch klug, sich vor Augen zu führen, in welcher Tradition Antifaschistinnen heute stehen. Denn in den 1930ern versammelte der Aufruf zu antifaschistischen Aktionen die mitunter konsequentesten WiderständlerInnen gegen den Faschismus in Deutschland. In Deutschland hat es nie eine konsequente Entnazifizierung gegeben. Und so ist Antifa nicht schon wieder, sondern immer noch notwendig und lässt sich auch nicht verbieten. Als nächstes möchte ich berichten von neuen Entwicklungen im Streit für legale und sichere Abtreibung in Deutschland. Die Gynäkologin Christina Hähnel wurde schon 2017 im Rahmen des Paragraphen 219a verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Die Ärztin hat dagegen Revision eingelegt, aber das Oberlandesgericht bestätigte jetzt das Urteil und auch die Strafe von 2.500 Euro. Die Begründung? Hähnel habe nicht nur informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sondern auch erklärt, wie. Für alle anderen medizinischen Eingriffe gehört diese Transparenz gegenüber den Patientinnen, auch auf Websites, sogar zum guten Ton. Anders bei Schwangerschaftsabbrüchen, da wird sie eben unter dem Paragraphen 219a kriminalisiert. Und dabei ist diese Transparenz, wie ein Abbruch durchgeführt wird, besonders im Hinblick auf diesen medizinischen Eingriff besonders wichtig. Denn es gibt verschiedene Methoden, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen und auch in Deutschland wird noch die Methode des Ausschabens praktiziert, die die Weltgesundheitsorganisation als unsicher einstuft. Die Gynäkologin Hähnel hat eine Verfassungsbeschwerde angekündigt und sie wendet sich auch an uns. Denn während sie als praktizierende Gynäkologin nicht darüber informieren darf, wie Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, dürfen alle anderen das schon. Und sie fordert uns auf, diese Informationen eben auch zu verbreiten. Das Infomaterial, das sie von ihrer Website nehmen musste, findet ihr jetzt auf einem Blog, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Zuletzt zum Covid-Impfstoff, da kommt es nämlich zu Lieferengpässen. Der Pharma-Riese Pfizer kommt mit der Impfstoffproduktion nämlich längst nicht so gut voran wie angekündigt und jetzt gibt auch AstraZeneca bekannt, weit weniger Impfstoff im ersten Quartal in die EU liefern zu können, als vereinbart war. Da geht es eben nicht nur um eine geringfügige Abweichung von der zuerst vereinbarten Menge, sondern AstraZeneca gibt bekannt, im ersten Quartal rund 60% weniger in die EU liefern zu können, als angekündigt. In der EU, auch in Deutschland, führt das teilweise jetzt schon zu Engpässen. An der Stelle können wir uns eigentlich fast nur wiederholen und auf eine vergangene Folge verweisen, in der wir die Forderung der Ärzte ohne Grenzen vorgestellt haben. Die haben nämlich gesagt, Pharmakonzerne müssen auf jegliche Patente zu Technologien und Impfstoffen verzichten, die im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie stehen. Andernfalls gefährdet ihre Profitorientierung Leben. Als die Ärzte ohne Grenzen das gefordert haben, war das eben nicht nur linke leere Theorie. Man sieht jetzt ganz klar, dass die profitorientierte Produktion von diesen Impfstoffen nicht die beste Lösung in der Pandemie ist. In reichen, imperialistischen Ländern wie Deutschland führt das eben dazu, dass der Massenimpfstaat ein wenig nach hinten verschoben wird. In abhängig gemachten, ärmeren Ländern sind die Folgen aber noch weit verheerender. BioNTech und Pfizer haben sich bereit erklärt, rund 40 Millionen Dosen des Impfstoffs für Länder mit mittlerem und geringem Einkommensniveau bereitzustellen. Diese 40 Millionen Dosen gehen an die Organisation COVAX, die in insgesamt 92 Ländern Impfungen organisieren will.
Und das ist natürlich keine Spende. Diese Impfdosen werden lediglich zu einem geheimen, aber nach Aussagen des Unternehmens nicht gewinnorientierten Preis zur Verfügung gestellt. Mit bedarfsgerechter Bereitstellung des Impfstoffs hat das natürlich gar nichts zu tun. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt Perspektive Online gerne, indem ihr unsere Beiträge teilt, mit einer Geldspende oder indem ihr selber für Perspektive Online schreibt und aktiv werdet.